Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute werden wir mal wieder eine Runde Scammer-Suche machen und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon mal direkt. Leute, ich frage jetzt einfach mal im Chat, wer hat hier einen Shop? Wer hat einen Shop? Und dann müsst, was ihr immer machen müsst, Leute, ist einfach noch MSG dahinter zu schreiben und dann euren Namen. Dann schreiben euch die Leute immer eher an, als wie wenn sie jetzt ja in den Chat schreiben. Okay, Leute, wir sind auch schon beim allerersten Shop angekommen. Sieht eigentlich recht gut aus. Ein neuerer Shop. Hatte auch in den Chat gekommen, ist das hier. Wird anscheinend von zwei Leuten mit dem Plotbesitzer und Plotbesitzer. Also sind dann zwei Plotbesitzer. Gut, Leute, ich würde sagen, wir kaufen etwas Teures, damit es sich halt auch lohnt, uns zu scammen, falls sie denn halt scammen, Leute. Ja, hier oben ist mir noch nichts so. Verkaufen die denn auch Beacons oder wertvollere Sachen? Köpfe. Köpfe finde ich gut. Köpfe kaufen wir mal. Wir kaufen. Ja. Ich würde sagen, wir kaufen diesen Kopf hier. Wir schreiben mal dem Killer HD. Ich will diesen Kopf. Okay, Leute, ansonsten hat hier auch noch ein paar schöne Köpfe, muss ich sagen. Eine große Auswahl, die man ja sehen kann. Manche Shops haben nicht mal Köpfe. Was mich verwundert, wenn man einen Shop hat, sollte man eigentlich immer noch ein paar mehr Köpfe haben und eine größere Auswahl. Aber gut, egal. Hey, okay, Leute, dann payen wir ihm jetzt mal die 2000. So, bitteschön. Mal sehen, ob er scammt. Ne, Leute, er baut wirklich, ja. Ja, ist auch immer nicht normal mit Upon auf CityBuild 1, Leute. Ihr müsst wissen, ist zwar einer der ersten CityBuilds, die jemals da waren, aber es leckt ja immer sehr stark. Deswegen ist es hier ein Problem. Deswegen würde ich sagen, switchen wir einfach mal rüber auf CityBuild 3 und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Job. Okay, Leute, wir sind jetzt, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt beim nächsten Job angekommen sind, weil ja noch nichts draufsteht. Aber der verkauft auch schon ein paar Sachen. Ich würde sagen, wir kaufen einfach mal bei dem was. Wenn er recht neu ist, ja, denn das Game ist eigentlich meistens mein drittes GS. Wie sagt er jetzt geschrieben, mein drittes Oh, scheiße, ich habe aus Versehen meinen Hotkey benutzt. Wir schreiben mal den Cook weiter an. Ich möchte, ich würde sagen, wir kaufen mal 20 Diamantblöcke. 20 Diamanten. Die kosten insgesamt 1600 Dollar. Schreiben wir, nein. Okay, er müsste 1600 Dollar zusammen kosten, Leute. Wäre schon nicht. Mann, Alter, andauernd schreiben mich irgendwelche Leute an. Ey, rausschneiden komplett. Wir gehen auf ein anderes Citybild. Rausschneiden. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt schon beim nächsten Shop angekommen. Ich will diesen einen Kopf hier kaufen. Mal sehen, ob er mich abziehen wird oder nicht. Er ist ein gewöhnlicher Spielerrang. Der Shop ist nichts anderes nicht aufgebaut. Ich denke schon, dass es Scammer sein können. Vor allem, wenn sie hier noch zu zweit agieren. Sind die zu zweit? Ja, der Kumpel. Gibt es noch einen? Ach, der Kumpel hier, der da gehört dazu. Höchstwahrscheinlich ein Ultra, mit man den beiden mehr vertraut. Ich schreib jetzt einfach mal den an den Besitzer vom Shop. Wo haben wir den denn hier, Leute? Was? Wie heißt der? BH. Ach so. Willst du kaufen? Ja. Ja. Den Kopf. Wir fragen mal noch, wie viel, Leute? Wie viel? Wie viel willst du denn für den Kopf, mein Jutta? Wenn du uns jetzt wirklich... Ich denke mal wirklich, dass sie uns über den Tisch ziehen, Leute. Ihr könnt es gerne mal jetzt stoppen und unten in die Kommentare schreiben, ob die uns über den Tisch... Digga, es ist dein Shop. Woher soll ich denn das wissen? Ich verstehe diese Leute manchmal nicht. Ein 500 Dollar. Schreiben einfach 500 Dollar. Ganz leicht, Digga. Mal sehen, was er zurückschreibt. Ich schätze mal, er will so um die 2 bis 3K dafür haben. Ja, wusste ich so. 3K-Wert. Wir schreiben mal 1K zurück. Wir wollen ja auch ein bisschen verhandeln, Leute, damit wir auch ein bisschen Geld bei solchen Folgen sparen und nicht immer alles verlieren. Okay. Er geht schon recht schnell von seinem Preis runter. Es ist schon ein Anzeichen dafür, dass er eigentlich scammt. Ihr müsst euch merken, wenn Leute immer recht schnell von ihrem ursprünglichen Preis runtergehen, ist es wirklich schon ein Anzeichen dafür, dass die halt scammen. Okay, jetzt, er schreibt wieder 2K. Dann schreiben wir mal 1,75K. Wenn ich schreibe 1,8K, Leute, dann ist es das Letzte, dann schreiben wir, dann gehen wir einfach. Mal sehen, ob er denn noch einknickt. 1,9, 1. Mann, Junge. Nee, Junge, ich schreibe gerade mit dem Kumpel, der schreibt mich der andere an. 1,8K. Verstehe ich nicht. Sind die nicht zusammen Geschäftspartner oder irgendwie so? 1,9. Mal sehen, ob er jetzt noch eigentlich, Leute, die Masche müsst ihr euch immer merken. Ja, des Lands. Das wissen wir, dass du der Besitzer des Lands bist. Mal sehen, ob er jetzt noch einknickt. Gehen wir ein bisschen weiter weg. Dann 1. Jetzt hat er geschrieben, dann 1, wir fragen. Okay, Leute, er ist noch eingeknickt. Okay, kann ich dir pay? Schreiben wir mal Mapefan. Wo ist... warte, der wird mit B geschrieben. Pay, nee. So, mal sehen, ob er uns jetzt um 1800 Dollar scammen wird. Ich schätze schon, dass er uns scammen wird. Hallo, guten Tag. Ich glaube, wir haben wieder einen gefunden. Für meine schöne Liste, Leute. Geh in den Raum. In welchen? Käufer, ja. Was bringt das denn jetzt? Ich verstehe nicht, was das jetzt bringt. Er hätte ihn noch einfach abbauen können. Junge, ich habe den Kopf schon gekauft. Okay, Leute, er hat uns nicht abgezogen. Er hat uns das jetzt wirklich verkauft. Finde ich sehr gut von ihm. Wir müssen jetzt bloß nochmal den Kopf aufnehmen, Leute. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim dritten und letzten Shop wieder, Leute. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon beim nächsten Shop, würde ich nicht sagen. Aber ja, wir sind jetzt hier beim lieben Tobi-Zocker angekommen. Der hat geschrieben, er verkauft ein paar Beacons. Und wir schreiben ihm jetzt einfach mal Hi zurück und schreiben mal, was willst
bieten willst du für einen? Mal sehen, was er jetzt antwortet. Ich schätze mal so 1050 wird er jetzt nehmen wollen. Wenn er 1100 schreibt, wäre schon wohl zu teuer. Wenn er alles darunter, können wir gerne nehmen. Da verhandle ich auch nicht lange. 1,5, wir schreiben mal 800 Dollar. Komm, wir schreiben einfach mal 900. Es wird sowieso darauf hinauslaufen, dass wir uns bei 1K ist wahrscheinlich treffen und dass ich dir den abkaufen werde. Ich glaube jetzt aber nicht, dass du um 1K kämpfst. Gut, das Haus sieht jetzt auch nicht so vertrauenswürdig aus, Leute. Guckt euch das hier mal an. Ich finde, das ist ein letztes Angebot. Wir schreiben mal, okay. So, dann payen wir ihm mal das ganze Tobi Zocker 1150. Ja, kannst du mir zurückpayen? Habe du dir gegeben? Jetzt ist mal klar. Ja, jetzt, ich glaube nicht, dass er jetzt. Er hat mich ja jetzt nicht um Biegen gescampt, aber ob er mich jetzt um die 10.000 scampt, ist ein Fragezeichen. Das kommt davon, wenn man ein bisschen schneller schreibt, Leute. Oh, Ehre. Danke. Also, Leute, das ist wirklich ein Ehre. Man könnte gerne bei Pobizocker auf CityBuild 5 vorbeischauen, Leute. Er hat mich nicht um 10.000 Dollar gescampt. Digga, Ehre. Junge. Da kann er wirklich. Junge, das ist einfach nur geil, dass es wirklich Leute gibt, die es dir noch zurückbringen. Gut, Leute, ich würde sagen, wenn euch diese spannende Folge gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und nicht vergessen, Leute, ich streame jetzt ab sofort jeden Tag. Schaut einfach immer wieder in eure YouTube-Box, dann ist da wieder eine Benachrichtigung. Nicht wundern, Leute, wir sind ja in der Gegend, wo es leckt. Dann würde ich sagen, ciao.